Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Techno-Firma mit dem lieben Schwarmboy zusammen. Hallo. Ja, hallo, Benoze. So, und ich bin immer noch auf Zing-Suche. Ja, ich auch. Bei letzter Folge, Moment, zur Folge gerade meine Sachen noch wieder eingesammelt, nachdem ich verschüttet wurde. Genau. Ich wollte auch ein bisschen Holz, weil ich ein tolles habe ich natürlich keine Säge dabei, das heißt, ich kann kein Werkzeug machen. Ich bin hier immer noch in der Mine unterwegs, oder besser da, wo Zink angezeigt wird mit der Pickaxe. Und jetzt natürlich auf die Suche. Denn wir haben ja als Ziel unseren Bronze Amboss. Genau. Genau. So, man sieht wahrscheinlich sich gerade, ich habe jetzt ein bisschen. So, mal eine Stütze reinbauen. Und ich habe noch keinen Zink gefunden. Ich auch nicht, aber ihr zeigt dir halt Very Large Sample an. Da, wo meine Redpoints sind auch alle weg. Okay, toll. Da, was ist das denn? Weißt du, warum ist die immer löscht, die Redpoints? Seit wann kriegt man denn... Weißt du deine noch? Ja. Guck mal, ob du die vielleicht umstellen musst oben, bei der Group. Wer weiß. Wenn du jetzt auf Map bist. Player Stats. Musst du vielleicht gucken, dass die vielleicht hast du die irgendwo anders gespeichert oder anderen Nein, Gruppe. Nein, richtig habe ich, aber die anderen sind nicht da. Achso. Das ist immer komisch manchmal. So. Aber seit wann kriegen wir aus normalen Steinen, habe ich gerade ein Emerald rausgekriegt. Beim Abbauen. Okay. Ist auch neu. Also ich kenn's nicht. Das hatte ich vorher noch nie. So. Komm Hund, ich komm. Ach, schon wieder ein Hund? Ja. Du weißt doch, dass er da wieder bald stirbt. Aber ich hoffe mal, dass er nicht ganz so doof ist wie der letzte zwei. So schön im Lagerfeuer stehen oder so. Da schwirrt er irgendwie sowas, was ist das denn? Jetzt habe ich einen Topaz gekriegt. Auch nicht schlecht. Ich habe ja auch schon. Ja, aber aus normalen Steinen. Ich baue die normalen Steine ab. Dass du nicht auf meine warst. Large Sample, bin ich jetzt nur. Für mich ist nur Large Sample. Ist aber frech. Ich weiß nichts von den Weißen. Das Einzige manchmal, was ein bisschen nervt, ist dann das Gesuche, weißt du? Du findest. Du siehst ja zwar. Was macht der jetzt? Habe ich wieder die Mining-Krankheit hier. Aber für Mining-Krankheit wie. Ne, das Einzige, was manchmal nervt, ist, du hast zwar. Der zeigt dir an, hier, ne, großes Vorkommen oder sowas, und dann suchst du dir trotzdem einen Ast im Berg. Ich hab schon festgestellt, dass das oftmals passiert, wenn du. Das zeigt sich ja, da bloß du bist oftmals einfach auf der falschen Höhe. Ja, sicher. Weil das Blöde, die Pickaxe, die zeigt ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so ein 5er Kubus oder sowas zeigt der nur an, ne? Na, so ein Kreuz mehr oder weniger eigentlich. So ein Kreuz, ja. Wenn ich es richtig im Kopf hab. Hab ich noch Fackeln? Ja. Wow, 4 Stück. Gibt's ja gar nicht. Ich finde halt einfach überhaupt nichts hier. Na, ich buddel noch. Ne, ich bin in der Prospector Pickaxe am Abklopfen. Achso. Mein Kupfer, kein Gold, kein gar nichts. Boah. Wenn ich wenigstens mal ein Vorkommen finden würde, dann wüsste ich wenigstens, dass es das hier gibt. Was ist denn das? Was? Irgendwas eingestürzt hier. Komm Hund, komm, da gehen wir weg, das ist gefährlich. Alerz. So. Hier auch nochmal ein Ding hin.
Bale hat's brauchen wir, Junge, gell? Nee, ich glaube noch nicht. Also, das brauchen wir jetzt als nächstes. Dann, wenn wir den Envil haben. Balerz. Natürlich die Frage, welche Höhe das sein könnte. Auch jetzt meine Pickaxe kaputt, die eine. Ich wollte gerade sagen, wo Wo ist ist die meine Menge andere? Fahlerz? Wo ist die Menge Fahlerz? Das Stück Fahlerz. Blinkblende. Das könnte jetzt Ding sein, ne? Uhren von Zinkblende. Uhren von Walerz, Zinkblende, Zink. Zinkblende. Von den weiß ich nichts, von den weiß. Dann kommen wir der Walerz. So. Oh, wie weit muss ich da wieder runter? Das ist alles voll mit Kies. Überlebe ich doch schon wieder gar nicht. Das sehe ich doch schon wieder So. kommen. Jetzt habe ich hier wieder Nothing of Interest. Jetzt habe ich hier wieder Svalarid, also heißt Zink. Eieieiei. Ich muss euch erstmal wieder abladen hier in die Kiste. Also du hast ja Kiste gemacht, richtig. Ja. Jasper. Mein Gott, was man die Edelsteine findet jetzt. Ist ja schlimm. Da ist, ach, da ist sogar Kupfer, ist hier auch. Nothing of Interest. Nothing. Nothing. Da unten ist Svalarid, aber welche Höhe? Kann man, warte mal, ich guck mal kurz, ob da nicht wirklich doch in der Wiki steht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wiki, da ist er doch. So, das war unter Ors, Ors. Das ist Svalarid. Da stehen aber leider nicht die Höhen bei. Oder? Wenn ich da drauf klicke, steht da vielleicht irgendwas? Ach, und du bist der Blick, geh doch da raus, Mensch, du bist doch gleich tot. Steht hier natürlich nicht bei, ne? Welche Höhe das ist. Ist aber frech. Da ist aber frech. Tja, dann buddeln wir weiter. Würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal einen Stick, bitte. So, jetzt hören wir das mal ein bisschen aus hier. Eigentlich müsste das ja ziemlich weit oben sein, weil das ist ja auch so ein Tier 0 Zeug. Ich gehe davon aus, eher, dass man die Materialien braucht, umso weiter müsste es ja oben sein. Wäre hier so meine Überlegung gewesen. Ja, Von meine der auch Sache her. eigentlich. Meine eigentlich auch, weil das ist ja das Erste, was man braucht. Zink, Kupfer und so. Und Kupfer war ja auch relativ oben. Ach, und kann ich noch mal aus dem Meer jetzt? Komm mal mitkommen. Komm. Hopp, komm her, komm. Na komm. Das artet schon wieder so aus, wie wo ich Graphit gesucht hatte. Komm her. Ach, blöde Töle. Ach,
machen, dann mach da, was du willst. Ehrlich. Schlimm, die Töle. Jetzt hoppst du wieder der Heine mit ins Loch rein, beschwert sich noch, wenn er verschrieben wird. Ich habe jetzt hier gerade einen Tag gebaut, der ist ein Braunkohle, aber ein Scheiß direkt dagegen. Erstmal so Bagger bauen. Passt, ja. Und jetzt bin ich wieder bei Fahrlerz. Ich hätte zumindest vielleicht mal hier. Weißt du, wenn ich wenigstens mal einen so einen Block finden würde, da wäre ich ja schon glücklich. Und da weiß ich wenigstens, dass du auf der richtigen Spur bist. Denn. Ja, genau. Dann wüsste ich wenigstens, dass hier was ist. Jetzt habe ich wieder Nothing of Interest, das geht wieder gar nicht. Ach ja. Das soll mir bis jetzt was bringen, was ich gemacht habe, aber. Vor allem very large sample, ne? Das heißt eigentlich ein großes Vorkommen. Ach so. Aber, ne? Nicht für uns. Gerade. Irgendwie nicht, ne? Ach, Köder. Nein, das ist jetzt ein Beste hier. Das ganze Ding noch überlebt. Wie heißt es, wenn du nach unten gräbst und mit Stein kommst, kommen erstmal 20 Blöcke Erde und Kies. Ja, vor allem Kies ist eklig. Weil der rutscht ja auch noch runter, das ist richtig ekliges Zeug. Ich habe jetzt zwei komplette Schaufeln verbraucht. Und jetzt bin ich dann endlich so langsam auf Stein gekommen. So, nochmal ein Stützchen reinmachen, so. Eine Fackel. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch weiter unten. Die Frage, wie weit unten soll es denn sein, weißt du, von der Sache her? Ja, deswegen, das wollte ich eigentlich mal gucken. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Läuft von der Überlegung her schon, weißt du? Ja, da eben, das macht eigentlich keinen Sinn, das ist richtig. Naja, irgendwo früher oder später muss ich auf jeden Fall finden. Hoffe ich doch. Wenn ich die ganze Insel abbauen muss. Was steht denn hier? Geht mir gerade echt so ein bisschen auf den Zeiger hier. Also wenn das stimmt, wird hier gerade gelesen und dann haben wir ein Problem. Warum? Da steht von Level 20 bis 200 kann das spawnen. Das ist doch gut, das ist überall. Ja, genau, das heißt das.
Das ist meine dritte Schaufel im Arsch und ich habe immer noch am Kies, aber wo leck mich doch Jetzt habe mal. ich auch noch Hunger und Durst. Ich komme jetzt Junge. mal heim, wenn das ist. Jetzt habe ich kein Wasser bei. Ja. Jetzt im Müll wegschmeiße da. Also, da kommt der Freude auf, wenn der Weg von Level 20 bis 200 geht. Ich gehe mir jetzt erstmal Wasser besorgen. Macht keinen Sinn, dann egal, so. Geht's denn heim? War ich nicht so ein Wasserloch? Achso, da. Ach, ist aus Eis, okay. Dann kann ich Aber weglupfen. wollte ich gerade sagen, das kann ich ja wegmachen. So, Meine Problem ist Spitzhacke nur, ist ich eh hab. fast im Arsch, mein Prospektor. Das ist fast Problem im ist nur, ich werde, Arsch. glaube ich, gleich kein Essen mehr haben, wenn wir nochmal einen Tag machen. Oder habe ich einen. Ne, ich habe nichts mehr bei. Au. Ich noch ein bisschen Bürgerholz mitbringen. Nee, haben wir immer noch genug, glaube ich. So, auf geht's wieder in die Mine. Es nervt. Jetzt suchen wir schon zwei Folgen danach quasi. Wahrscheinlich werden sie noch mehr. Würde ich sagen. Ist doch nicht so einfach manchmal. Mittlere Menge Zinkblende, okay. Trotzdem erstmal heim. Verstehe ich nicht. Dann wird das da lang? Aber über mir kann es eigentlich nicht mehr sein. Da kann er entweder nur noch unter mir oder vor mir sein. Oh Scheiße, das bricht jetzt hier zusammen. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Dann sehe ich ja mehr. Wenn nicht unten liegst. Ne, da war vor mir. Da geht's ja noch. Dann bauen wir mal lieber eine Stütze hin. Besser ist es. Ach ja. Und leck. Bin auf dem richtigen Weg, okay. Ja, unsere Insel ist fast riesengroß. Ich sag ja, wenn man wenigstens mal ein Vorkommen finden würde, ne? Dass man wenigstens weiß, ach, da Ich ist habe jetzt was. nochmal eine Stelle, wo es anzeigt, oder? Aber ich habe mir jetzt nicht runtergegraben, weil ich will. Ach, hier gibt es auch wieder Zinkblende. Der zeigt mir überall an,
in den Wänden, immer wenn ich auf die Wand klicke, sagt er mir Very Large Sample, also großes Vorkommen. Aber an Decke und Boden nicht, also das heißt, das muss eigentlich irgendwo in der Wand sein, theoretisch. Normal schon, ja. Also, natürlich weiß ich jetzt nicht genau, wie die Prospectors Pickaxe funktioniert, aber... Aber ich muss gleich nach Hause kommen, weil ich habe kein Essen mehr und... Ich habe schon diese Dingens. Ach, da war ich schon mal hier. Ich muss jetzt erst nach Hause Essen holen. Mach grün. Toll. War halt schlau. Ein bisschen was habe ich ja schon gefunden, aber leider nur das, was auf dem Boden lag. Na gut, besser als nichts, aber trotzdem. Ich habe jetzt aber eins gefunden, das auf dem Boden lag. Und mein altes Loch. So, dann wollen wir uns mal einen Weg nach Hause machen. Erstmal ja, der Packeis wieder. Ich bin aber auf dem Bergheim. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Immer noch Late Winter. Ja, aber zumindest mal das erste Jahr überstanden. Ja. Ohne Nahrungsnot, ohne alles. Ja, stimmt, Nahrungsnot hatten wir nicht, ja. Das ist richtig. Das ist schon mal was. Also wir haben eigentlich gut Essen gehabt die ganze Zeit, ja. Ja. Muss ich sagen. So, toll, jetzt mal Kaffee auch noch alle. So, da dran vorbei. Wie lange mache ich die Folge jetzt schon? Ja, die könntest du eigentlich schon beenden. Dann fahre ich außerhalb der Aufnahme eben nach Hause. Sehr gefragt, ich nehme mich. Ja, dann würde ich sagen, es leckt. So, die Richtung. Und ich sage, ich starte aber nächstes Mal rein, wenn es weitergeht, hier mit Technofirma. Wir wollen jetzt aufs Grüne mal auf dem Weg heimwärts machen. Und den leckst ein bisschen, ich bin wieder mehr, das ist unglaublich. Mhm. Und dann würde ich sagen, schaut beim nächsten Mal mit rein, schaut auch beim Benaus auf dem Kanal vorbei, Link. Immer mit unten in der Videobeschreibung drin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.